Was geht ab, Leute? Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Monster Hunter Rise. In der letzten Folge haben wir einen Rajang besiegt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir den Kampf ein bisschen schwieriger vorgestellt, weil ich meine, wir sind ja kein einziges Mal K.O. gegangen und ich war doch durchaus der Meinung, dass die Chance besteht, dass wir dreimal K.O. gehen und die auch noch sehr wahrscheinlich ist. Aber ich meine, ich will mich natürlich nicht beschweren. Ich bin ja froh, dass es so gelaufen ist. Wie in der letzten Folge angekündigt, habe ich mir das komplette Rajang-Set gemacht. Naja, bis auf die Armschienen. Warum ich die Ibushi-Armschienen noch habe, das liegt jetzt nicht dran, dass die uns einen ultra krassen Buff geben und wir damit super stark sind. Nein, es liegt einfach nur dran, dass ich diesen Wyvern-Edelstein nicht bekomme, den man für die Rajang-Armschienen braucht. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich krieg diesen blöden Edelstein einfach nicht. Ich weiß gar nicht, wie viele Tobikadachis, Königsnutrots und was für Monster ich alles in den letzten Tagen besiegt habe, aber ich krieg einfach diesen blöden Edelstein nicht. Trotzdem bin ich durchaus der Meinung, dass wir für das, was heute ansteht, bestens gerüstet sind. Denn heute steht die Schlangengöttin des Donners an. Der Drachenälteste Nava, die Königin, nach dem Ibushi die ganze Zeit gesucht hat. Der werden wir heute gegenübertreten in der Quest Schlangengöttin des Donners. Kunde Gildenmeister Hoyo. Endlich! Die Chance, dieses elende Unheil zu beenden, ist in Reichweite. Du musst die Donnerschlange Nava endgültig bezwingen. Stolz Kamuras, auf zum Sieg! Ich warte mit dem Rest deiner Familie auf deine Rückkehr. Ich weiß zwar immer noch nicht, warum die Leute denken, dass ein einziger Jäger es schaffen könnte, einen Drachenältesten zu besiegen, der selbst eine Gruppe von Top-Huntern der Gilde besiegt hat. Aber wenn die so viel Vertrauen in uns haben, dann wollen wir das doch mal nicht enttäuschen, oder? Wir schnappen uns wie immer unsere wunderschöne Dango-Mischung. Erstmal schön zur Kantine gehen und das Gute bestellen. Eine Mahlzeit essen. Mit Geld wie immer, das Übliche. Und unser Dango-Set 5. Mit dem sollten wir wie immer bestens ausgerüstet sein. Und da haben wir den Dango-Schwächer. Das ist alles, was ich für diese Quest brauche und will. Gut, Leute, dann würde ich sagen, legen wir los. Uralte Festung aus dem Meer. Korallenpalast. Lightning and thunder tear the oceans asunder. From deep down below, a surreal tableau. Tranquil as it seems, a place of lost dreams. My king, oh my king, come forth now with haste. With my elegant lightning, let us lay this land to waste. Tear apart the skies, rend the clouds asunder. Pave the road to paradise with hurricane and thunder. Herrin der Blitze, Donnerschlange Nava. Das ist sie also, die geheime Drachenälteste Nava. Ah, sie begrüßt uns schon. Wunderbar. Gut, was haben wir denn Schönes? Ah, gute Erste Hilfe. Leider keine Erste Hilfe Plus. Das wäre besser gewesen. Und Teleporter nehme ich auch gerne mal mit. Ich meine, man weiß ja nie, wofür der so nützlich ist. Gut, Nava. Na, wie geht's? Ich bin der Typ, der deinen König vertrieben hat. Ich hoffe, du bist mir deswegen nicht böse. Vielleicht doch. Ja, die ist auf jeden Fall nicht gut drauf. Sie ist jetzt schon wütend. Das kann ja was werden. Okay, der Angriff ist Ibushi sehr ähnlich, wenn ich mich da richtig erinnere. Oh, das konnte Ibushi aber nicht. Okay, das ist was Neues. Auf den Angriff muss ich definitiv gefasst sein, wenn er beim nächsten Mal kommt. Die macht auch relativ viele Schnappangriffe mit dem Körper. Das ist gut. Weil, was geht denn jetzt ab? Ich glaube, ich bin hier ein bisschen falsch. Kann das sein, oder? Oh, wow. Was ist das denn? Da muss ich drüber springen, oder? Ja, da hätte ich drüber springen sollen. Gut, ich glaube, es ist auch mal an der Zeit, dass ich so einen guten, schönen Megatrank und eine gute, schöne Mega-Panzerhaut in mich reinhaue. Das habe ich gerade eben nämlich noch vorm Start vergessen. Aber das holen wir jetzt einfach mal schön schnell nach. Sieht ja nicht so wirklich aus, als würde Nava uns momentan treffen. Puh. Also ich meine, wenn man sich jetzt nicht ganz dumm anstellt, müsste man eigentlich ihren Attacken gut ausweichen können. Was natürlich für mich keine Voraussetzung ist, dass ich es schaffe. Ich stelle mich ja des Öfteren gerne mal dumm an.
Oh, macht gar nicht so viel Damage, wie ich erwartet hatte. Ich hatte gedacht, der Damage, der haut hier ein bisschen mehr rein. Wenn man hinter ihr steht, ist man safe vor dem Angriff. Das ist auf jeden Fall mal gut zu wissen. Warum mache ich hier nur weißen Damage? Wie blöd ist das denn? Ich muss ja wieder weg. Lass mich da... Nein, das ist die falsche Attacke. Die wollte ich gar nicht machen. Komm schon, weg da. Nein. Ah, Mist. Ich muss echt lernen, dass wenn Nava diese Attacke macht, dass ich dann wegspringe. Beziehungsweise meine Seilkäfer bereithalte. Wow. Vielleicht wäre es jetzt mal eine gute Idee, da hochzugehen. Ich bin mir da auf jeden Fall... Nein, bleib doch oben. Wow, nein. Meine Güte. Wow. Oh Gott, ich werde hier echt wieder durch den Wind gereicht wie eine feuchte Windel. Das geht mir absolut ganz und gar nicht ab. Ich muss mich ein bisschen mehr konzentrieren. Ich habe aber auch immer ein Problem, dann bei diesen Attacken wirklich zu springen. Ich will da einfach die ganze Zeit auf das Monster draufhauen. Gut, am Kopf. Ah, nein, bleib bitte da drauf. Bitte, bitte, bitte bleib einfach nur hier drauf. Danke sehr. Ja, puh. Das erste Mal, dass wir es geschafft haben, dem Ding auszuweichen. Oh, wir können an diesem... Was ist das? Ist das ein Brutsack oder so? Keine Ahnung. Aber da können wir auf jeden Fall Damage machen, wenn er da bleiben würde. Also, an diesem gelben Sack da, ja, es sieht aus wie ein Brutsack. An dem können wir guten Damage machen und wir können guten Damage am Kopf machen. Wie sieht's? Ah, der Schweif, obwohl, wenn ich das Leuchtende am Schweif treffe, dann mache ich relativ guten Damage, also gelben Damage, keinen weißen Damage. Darum geht's mir eigentlich, genau solchen Damage will ich machen. Ah, wichtig, ey, habe ich dich jetzt ernsthaft umgehauen? Oh, da wurde mir extra eine wunderschöne Plattform zu diesem Sack gebaut, dann... Dann nehme ich doch einfach mal die Einladung dazu an und hau dem drauf. Ach, Mann. Bleib doch liegen, bis ich fertig bin. Komm schon. Wow, Material. Drachenschatz. Ah, ich habe eigentlich gehofft, dass es echtes Material wäre. Vielleicht sollte ich beim nächsten Mal auf die zwei oberen Plattformen da gehen. Dann könnte ich wieder auf diesen Sack schlagen. Anscheinend ist das eine Stelle, wo man gut draufschlagen sollte. Zumindest kommt mir das bisher so vor. Ich muss hier wieder hoch. Danke sehr. Ja, so. Ich bin schön gesaved vor dem Angriff und kann auf den Sack hauen. Wunderbar, mehr will ich gar nicht. Und das sieht aus... Nein, ich habe sie nicht umgehauen. Ah, okay. Ich hätte gedacht, ich hätte sie umgehauen. Aber das hier sieht nach was Unschönem aus. Oh, Büfernschuss Dingens. Und oh mein Gott, bin ich froh, dass ich nicht da unten war. Trifft mich das? Nein, es trifft mich nicht. Das ist wunderbar. So, was haben wir denn noch? Wir haben nur Ballistenschuss. Echt? Okay, ich habe gehofft, wir hätten ein bisschen mehr. Was wie den Explosionsfall wäre eigentlich ganz was Schönes gewesen. Aber darf ich hier weg? Bitte? Bitte? Danke sehr. Puh. Ich sollte vielleicht hier mal drauf gehen und die Maschinenpistole benutzen. Die Maschinenkanone natürlich. So, komm. Volle Kanne da drauf. Ja, nein. War's das schon? Oh, wow, 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 wow. Weg da, weg da, weg da. Ja. Schönes Ding. Auf zur nächsten direkt. Hier mache ich guten gelben Damage. Da muss ich drauf schießen. Und feuerfrei. Ja, schönes Ding. Ich habe sie umgehauen, oder? Nein, ich habe sie nicht umgehauen. Okay, gut. Das Moveset, wow. Das Moveset muss ich noch ein bisschen lesen lernen, aber bisher... Ah, jetzt mache ich an dem Sack nur weißen Damage. Wie wird das denn überhaupt? Ja, der Kopf, da kriege ich die schönen 345 hin. Ich will hier, glaube ich, nicht sein. Wow, was geht denn jetzt? Bin ich bei ihr sicher? Bitte sag mir, dass ich bei ihr sicher bin. Ja, es sieht so aus, als wäre ich bei ihr sicher gewesen. Gute Idee, da in die Mitte zu gehen. Wenn ich da außen rum gestanden hätte, weiß ich nicht, ob das so vorteilhaft gewesen wäre. Aber ich muss auch dringend mal meine Waffe schärfen. Und, wo bist du? Ich brauche dich mal kurz. Hund, komm bitte her. Ich will meine Waffe geschärft haben. Hund? Hund? Ja, jetzt komm. Wunderbar, da ist er. So, Wettstein. Und wir gucken uns mal an, was sie da so Schönes macht. Ich glaube, ich stehe hier falsch. Ah, nein. Okay, gut. Ich hätte gedacht, da kommt jetzt was Krasseres. Wir springen mal schön hier drauf und schießen mit der Balliste auf sie. Ah, am Kopf mache ich gelben Damage. Warum habe ich denn immer so wenig Schüsse? Wow, weg da. Ah, Mist. Leider nicht geschafft. Egal. Greifen wir mal schön einfach an, was wir kriegen. Ich weiß gar nicht, auf was ich hier gehen soll, beziehungsweise wann ich auf was gehen kann. Bis auf den Kopf. Beim Kopf haben wir bisher immer gelben Damage gemacht. Ich sollte mich auch mal wieder heilen. So ein schöner Megatrank ist doch schon was Attraktives in dieser Situation. So, Maschinenkanone. Bitte einmal auf den Kopf schießen. Danke sehr. Ich würde sie gerne nochmal umhauen. Ah Mann, wir haben immer so wenig Schuss damit. Aber da kommt ja direkt die nächste. Wunderbar. Und ich... Wow. Wir haben dieses Mal auf jeden Fall richtig gestanden. So. Was gebrochen. Und sie liegt wieder auf dem Boden. Dann gehen wir mal schön hier hoch. Und greifen wieder diesen Brutsack an. Oder was das letzten Endes auch immer ist. Ich will da so viel Damage wie möglich drauf machen. Wenn sich das schon so schön anbietet. Ah, 445. Hab ein bisschen mehr erhofft als 445, aber 454
ist 445 natürlich, meine ich. Ist natürlich auch super. Jetzt soll ich ganz dringend hier weg, habe ich das Gefühl. Komm schon, lass mich da hoch. Nein, warum denn nicht? Komm ich nach da hoch? Komm schon, bitte. Ja, ja. Nein, zerfall jetzt nicht. Ach, komm schon. Warum zerfällst du denn jetzt? Wow. Und dem Ding will ich ganz bestimmt nicht getroffen werden. Ah, du kommst zu mir. Das ist aber nett von dir. Dann komm mal her. Ich stehe hier auf jeden Fall falsch. Irgendwie habe ich das Gefühl, am Boden zu stehen ist ziemlich nachteilhaft. Unvorteilhaft gegen sie. Aber, ach Mann, warum bleibt die denn nicht die ganze Zeit stehen? Und endlich was gebrochen. Das wird aber auch Zeit. So, ich nehme mal kurz die Vitalwespe hier. Hoffe, dass... Oh, da liegt... Das, ich habe ihr den Schwanz abgetrennt. Kann ich in den anderen Stachel auch noch abtrennen und dann noch ein zweites Stück Schwanz bekommen? Das wäre auf jeden Fall cool. Aber wenn sie jetzt hier so stehen bleiben würde... Oh Gott, ich stehe schon wieder falsch. Ach Mann, Nawa, jetzt legst du aber ganz schön los. Meine Güte. Ei, der Witzka. So, komm. Bin rechtzeitig an der Maschinenpistole und... Ja, noch was gebrochen. Ich glaube, ich habe hier das zweite Kopfhorn. Das zweite Horn auf dem Kopf habe ich, glaube ich, gebrochen. Wow. Sind das denn nur für Attacken mit dem, die ganze Zeit um sich schmeißt? Ich bin auch nur safe da oben, wenn ich da jetzt noch überhaupt hochkomme. Ah, ich glaube, das rentiert sich gar nicht mehr, hier hochzugehen, oder? Komm schon. Ja, ich komme noch dran. Bin auf den Kopf und ja, noch ein bisschen Damage kann ich machen. Ah, auch wenn es leider nicht so viel war, wie ich gehofft hätte. Hier stehe ich, glaube ich, wieder ein bisschen falsch. Macht sie jetzt wieder die Ringe? Ja, sie macht die Ringe. Da muss ich noch ein bisschen mehr in die Mitte gehen. Haben wir ja gelernt. Ich sollte safe sein. Ich bin safe. Wunderbar. 97 Damage aber leider nur. Ah, irgendwie muss ich mir eine bessere Strategie zurechtlegen, der Damage zu machen. Ab und zu haue ich zwar so ein paar schöne gelbe Zahlen raus, aber leider doch nicht die ganze Zeit. Hier ist wieder eine Maschinenkanone. Wunderbar. Ich gehe mal auf den Arm. Ja, dachte ich mir schon. Ach komm schon, warum denn so wenig? Ich habe mich schon so gefreut, dass ich am Arm jetzt viel Damage machen kann, weil der so schön geleuchtet hat. So, hier sollte ich safe sein. Und wunderbar, habe ich sie gerade umgehauen? Ah nein, ich habe sie nur vom Angriff abgehalten, okay. Die ist aber auch groß, diese Nava. Wow, was hat sie jetzt schon wieder vor? Ich glaube, sie macht jetzt wieder die Kreise. Ich bin mir da... Ah doch, das sind die Kreise. Ja, da bin ich hier unten, wunderbar. Und schöner True Charge. Komm schon. Obwohl, ist ja gar kein True Charge. Ist ja nur ein Rage Slash. Das heißt nur, macht ja auch gut Damage. So ist es nicht. So, und gleich noch einmal einen hinterher. Komm, bitte. Ah, Mist. Knapp daneben ist auch vorbei. Braucht man nochmal einen neuen Seilkäfer. Dringend. Und vielleicht sollte ich auch gerade die Chance nutzen, mal wieder zu schärfen. Hund, wo bist du? Wunderbar. Und Wettstein. So, Nava. Unterhalte uns mal ein bisschen gerade, bitte. Irgendwie hat sie gerade keine Lust, was zu machen. Gut. Ja, super. Jetzt, wo ich gerade fertig bin, kommst du wieder mit einer Attacke. Aber die ganze Zeit nichts machen. Egal. Greifen wir mal weiter an. Wunderbar. Eine Kralle ist gebrochen. Ich habe gerade eben... Ah, da habe ich es nochmal gesehen. Die andere Kralle ist auch gebrochen. Das heißt, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Bitte da hoch. Bitte lass mich... Ja, ich habe es dieses Mal geschafft. Ich habe es endlich da hoch geschafft. So. Jetzt schön einfach drauf. Ich will einfach nur Damage machen bei der. Einfach nur guten, schönen Damage. Bitte. Bitte noch ein bisschen. Ach, Mann. Wo ist die nächste? Ich brauche noch eine. Da oben ist eine. Komm, wow, huhu. Jetzt ist er aber ziemlich wütend, muss ich sagen. Komm, das trifft mich eh nicht. Am Kopf mache ich am meisten Damage. Ach, das ist gar keine Maschinenpistole. Das ist eine Balliste. Ich dachte, ich stehe hier an der Maschinenpistole. Okay, gut. Ist hier irgendwo eine daneben? Da oben sind Kanonen. Oha, was holt die denn da die ganze Zeit aus dem Boden raus? Das ist ja insane. Ist da hinten eigentlich ein Drachenspeer? Ich glaube, da hinten ist ein Drachenspeer. Ich muss mal gleich gucken, ob ich den benutzen kann. Aber hier haben wir gerade richtig guten Damage gemacht. Und noch was gebrochen. Und sie umgehauen. Wunderbar. Das läuft ja gerade wie im Bilderbuch. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir hier guten Damage machen. Und dann haben wir... Dann sollte sie auch, glaube ich, gar nicht mehr so viel Leben haben. 804 Damage. Das wollte ich sehen. So, was bist du? Du bist ein Dragonator. Okay. Ich muss mal kurz hier drüber springen. Aber was hältst du davon, wenn du mal ein bisschen näher rankommst? Ja? Na? Ah, momentan hat sie gerade so ihre Phase. Ich wollte eigentlich nur, dass du herkommst. Nicht, dass du irgendwelche speziellen Attacken machst. Meine Güte, dann gehe ich... Oh, warum bin ich denn da jetzt nicht... Wow, ich muss hier weg. Ich muss hier ganz dringend weg. Oh mein Gott. Ich will doch nur, dass du zu mir kommst. Warum willst du nicht zu mir kommen, Nava? Komm, ich habe hier was richtig Schönes für dich. Ja, genau so will ich das sehen. Und Feuer frei. Los, bitte. Ja, komm schon. Ah, ich habe schon befürchtet, es zählt nicht mehr. 150? Ja,
Okay, ich habe ein bisschen mehr Damage erwartet, wenn ich ehrlich sein soll. Aber da ist noch eine Falle. Was ist denn da noch? Was haben wir hier? Spaltender Wyvern-Schuss. So, einmal bitte schön auf Nava drauf. Komm, das muss doch jetzt treffen, oder? Ja, 2000 Damage. So will ich das sehen. Also Nava, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ganz komplett bist du auch nicht mehr so viele Teile, wie wir schon gebrochen haben. Aber du könntest ruhig mal wieder runterkommen. Danke sehr. Vielleicht auch jetzt ein Körperteil hinhalten, bei dem ich gelben Damage machen kann. Und, leider nicht getroffen. Und ich stehe ja, glaube ich, ein bisschen falsch. Huh, das war knapp. Da soll ich nicht stehen, wenn sie den Angriff macht. Da mache ich gerade gelben Damage. Das ist schön. Bleib bitte so. Ach, komm schon, Nava. Bitte. Bleib so, Mist. Ich hasse es, wenn dieser Angriff daneben geht. Hier muss ich mal kurz dran vorbeilaufen. Danke sehr. Ja. Okay. Warum denn auch nicht, Nava? Mach du ruhig deine Angriffe. Hauptsache, ich kann gelben Damage an dir ausführen. Und komm, der muss jetzt gehen. Bitte, bitte, bitte. Ich stehe wieder falsch. Ich stehe wieder massivst falsch. Und weg hier. Ja, ich habe es gerade noch so geschafft. Und komm, schön auf den Sack drauf. Das Ding muss auch kaputt gehen. Ich weiß gar nicht, kann man das brechen? Habe ich das schon gebrochen? Ich habe keine Ahnung. Aber ich hätte mir sehr gewünscht, dass dieser Schlag getroffen hätte. Ja, da kommt wieder dieser Close-Range-Angriff. Okay, komm schon. 140. Ein Rage-Slash. Schön ins Gesicht. 449, so muss das laufen. Ich würde aber auch gerne mal nochmal 800 Damage machen. So ist es nicht. Okay, weg hier. Ich muss hier weg. Danke sehr, Nava. Was hältst du denn davon, wenn ich dir mal auf den Kopf hau? 200 Damage. Schönes Ding. Da sind Maschinenkanonen. Da sind Maschinenkanonen. Ich will zu den Maschinenpistolen. Maschinenkanonen. Komm schon. Und direkt ins Gesicht rein. Schönes Ding. Oh ja. Oh wow. Ich wusste gar nicht, dass mich das treffen kann auf den Dingern. Das, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, hat mich ein bisschen überrascht. So, Kumpel. So langsam sollte es doch mal in die Phase übergehen, wo du am Ende bist, oder? Nein, ich habe das Gefühl, diese Phase dauert noch sehr, sehr lange. Kann ich mal bitte aufstehen, weil sonst bin ich gleich K.O., bitte? Das hat mich nicht getroffen. Wie, das hat mich nicht getroffen? Wie konnte mich das denn verfehlen? Es hat mir doch genau ins Gesicht geschossen. Okay. Also ich will mich darüber nicht beschweren, so ist es nicht. Ich bin froh, wenn mich diese Attacke nicht getroffen hat, weil ich bin eindeutig der Meinung, dass die mich hätte one-shotten können, wenn die mich richtig getroffen hätte. Aber aus einer glücklichen Fügung heraus, wo ist das nicht passiert? Aber was machst du da hinten? Kommst du mal bitte wieder zu mir? Danke sehr. Ich nehme gerne die Kanone da oben entgegen. Ich komme dran. Gut. Ich hatte schon beinahe befürchtet, dass ich es nicht hochschaffe. So, jetzt treffe ich. Ja, ich treffe von hier aus. Wunderbar. Nava ist verwundet. Wunderbar. Können wir hier schön weitermachen. Ah, Mann, Nava. Komm schon. Was zur Hölle ist das? Ich will hier, glaube ich, nicht stehen. Ach Mann, jetzt hat sie mich doch noch erwischt. Schade, beinahe hätten wir es hingekriegt, ohne umzukippen. Gut, Nava, dann lass es uns jetzt wirklich ein für alle Mal zu Ende bringen. Ah, schade, dass der Drachenspalter und der Dragonator nicht mehr bereit ist. Das wäre jetzt echt schön, die nochmal abzufeuern. Die hätte ich mir auch vielleicht für jetzt aufsparen können. Das wäre definitiv keine schlechte Idee und ich will zu den Kanonen. Ich will ganz, ganz dringend zu den Kanonen. Ja, schönes Ding. So, Nava, wo bist du, meine Freundin? Und wunderbar, 380 Damage, immer wieder. Ach, komm schon. Als ob die mir jetzt wirklich die Kanone schon genommen hat. Wow, da hätte ich nicht stehen dürfen, okay. Das war ein bisschen größer als beim letzten Mal. Sie mag auch diese Kreise, das muss ich wirklich feststellen. Daran hat sie echt ihren Spaß. Nein, dieses Mal kriegst du mich damit nicht. Schön auf den Rücken gehen wir. Ah, Mann, okay, ich stehe wieder absolut falsch. Ich hab... Was? Als ob ich Nava gerade im letzten Moment getroffen habe. Das glaubt mir doch keiner. Im letzten Moment dieser Attacke habe ich Nava getroffen und erledigt. Oh mein Gott, was für ein Timing. Was für... Alter, das hat mich echt überrascht, dass das funktioniert hat. Aber mal was ganz anderes. Ist Nava jetzt da unten? Ich meine,
technisch gesehen haben wir die auch nicht besiegt. Ich meine, Ibushi ist abgehauen und Nawa ist jetzt anscheinend da unten in dem Loch, glaube ich zumindest. So ganz sicher bin ich mir da nicht. Liegt die da unten jetzt K.O. oder kommt die wieder hoch? Ich habe keine Ahnung, aber ich gehe mal davon aus, dass wir das demnächst noch mal herausfinden werden. Was kriegen wir zum Schluss noch von dem Schwanz? Noch einen Nawa-Funkensack. Wunderbar. Kann ich da reinspringen? Ah, schade. Ich wäre da jetzt wirklich gerne reingesprungen. Down there, huh? Can't even see the bottom. Minato? I can't sense Narwa anymore. I don't think she's here. Thank you. Very impressive. I gotta say, Squirt, you never disappoint! Hinoa, Minoto, how about that feast? Everything is ready. Outstanding. Then let's all head back to Kimura. Elder Fuga. You find Narwa? Was ist denn mit den zwei los? My queen, the time to converge has come. Oh Gott, es ist tatsächlich nicht vorbei. Soon our offspring shall roam across the earth. Let the storms howl and the thunder roar. Nachkommen? Ich hoffe nicht, dass sie schlüpfen, weil sonst haben wir ein echtes Problem. Erst finden wir raus, dass Hinoa und Minoto sich mit Monstern verbinden können und nun das! Ich habe Utsushi losgeschickt, um Nawas Tod zu bestätigen, aber er konnte keine Spur ihrer stinkenden Leiche finden. Ich zweifle keine Sekunde daran, dass Ibushi und Nawa beide noch leben. Die Gilde versucht gerade, sie mit Hilfe der Zwillinge aufzuspüren. Sollten die beiden Drachen aufeinandertreffen, wird das ein Desaster für uns alle. Wir müssen das jetzt beenden. Scheint, als müsste Kimura deine Hilfe weiter beanspruchen, Lessig. Wir bereiten auf unserer Seite alles vor. Vielleicht können wir der Randale endgültig ein Ende setzen. Dein Buddy-Stufenlimit wurde freigeschaltet. Städtenquest, eine neue 7-Sterne-Quest wurde hinzugefügt. Randale, eine neue hochrangige Quest wurde hinzugefügt. Jägerrangbegrenzung wurde freigeschaltet. Das heißt, wir sind jetzt also Jägerrang 8 und so wie es aussieht, gibt's noch jede Menge für uns zu tun. Aber damit werden wir uns in einer der nächsten Folgen befassen. Wir gucken uns jetzt erst einmal die Rüstung und das vielleicht potenzielle Großschwert an. Was hast du denn so Schönes für uns, Hammond? Ich kann leider nicht direkt runterspringen. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Habe ich ganz vergessen, da war es ja. Oha, wie viele neue Fragezeichenbäume haben wir denn? Das ist ja krass. Nawa-Baum, da ist er. Und das ist das Großschwert? Oha, das sieht ja richtig gut aus. Und wir brauchen nicht mal ein Juwel, um das zu craften. Das ist ja wunderbar. Ich glaube, ich werde mir das, obwohl 180 Damage. Ah, das ist leider nicht so gut wie unser Gossarak-Schwert. Ich glaube, ich werde mir das einfach nur machen, damit ich es habe.
Aber benutzen werde ich es, glaube ich, nicht. Und dann schauen wir uns jetzt mal das gute Nawa-Set an. Der Kopf sah jetzt schon richtig gut aus. Ja, es hat auf jeden Fall was. Aber ich glaube, ich werde fürs Erste bei unserem Rajang-Set bleiben. Ich bin der Meinung, dass das noch ein bisschen besser aussieht. Vielleicht bekomme ich ja noch den ein oder anderen Wyvern-Edelstein. Haben wir dann endlich die Armschienen craftet. Dann schauen wir nochmal schnell, was unser Palico und unser Palamute so alles noch bekommen. Nawa-Set. Oh, sieht ja fast so aus wie das Ibushi-Set, nur mit einem anderen Style. Gefällt mir. Aber unser Ibushi-Set, das gefällt mir dann doch schon besser. Ich glaube, wir lassen das Ibushi-Set. Aber das war ja erst der Palico, es kommt ja noch der Palamute. Wie sieht's hier aus? Ja, auch so ein bisschen an das Ibushi-Set angelehnt. Gefällt mir auch richtig gut. Aber unser Rajang-Set gefällt mir noch viel besser. Also ich muss sagen, die Sachen von Nawa, die gefallen mir echt gut. Aber unsere momentanen Sachen, die gefallen mir einfach besser. So Leute, ich würde behaupten, in der nächsten Folge sprechen wir mit Minocho und schauen dann mal, was wir alles so Schönes Neues machen können. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst doch gerne mal ein Abo da. Dann könnt ihr nichts mehr auf diesem Kanal verpassen. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Bedanke mich fürs Zusehen, bleibt lässig und tschüss.